بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Herzlich willkommen zum Nach-Ramadan-Programm. Wir wollen uns inshallah heute dem Fasten von Shawwal widmen. Zuallererst, was ist das Urteil? Die allermeisten der Gelehrten sind der Meinung, dass es empfohlen bzw. Sunna ist, die 6 Tage nach dem Ramadan zu fasten, also im Monat Shawwal. Es gibt einige, wie es überliefert ist von Imam Malik und auch Teil der Hanafiya, dass es unter Umständen makruh ist. Das sind aber, man könnte sagen, in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel, wenn die Leute denken, es wäre verpflichtend oder die Leute dafür tadeln, wenn sie es nicht tun. Dann sagt man den Leuten, nein, dann fastet es lieber nicht. Damit sie nicht etwas zur Pflicht machen, was keine Pflicht ist. Dann haben wir noch andere verschiedene Angelegenheiten. Die erste wäre, wann soll man damit anfangen? Es ist grundsätzlich empfohlen, sich mit guten Taten zu beeilen. Deswegen ist es auch inshallah ta'ala empfohlen, dass man früh damit anfängt. Andere sagen, nein, man sollte die Zeit etwas genießen mit der Familie, weil es sind ja Tage des Feierns. Deswegen sollte man einige Tage warten. Manche sprechen von der Hälfte des Monats, aber auf jeden Fall ist es okay, ist es gar kein Problem, wenn man einige Tage wartet und erst im zweiten Teil des Monats diese Tage fastet. Ähnlich ist es mit dem Hintereinanderfasten. Ja, es ist besser, in diesem Sinne besser, hintereinander zu fasten, weil man sich mit guten Taten beeilt, aber wir sollten, wie gesagt, darauf achten, dass da kein Druck entsteht. Die andere Frage ist, müssen es 6 Tage sein? Ja, also wenn man diesen Lohn möchte, der in dem Hadith erwähnt ist, dann sollte man, beziehungsweise muss man 6 Tage fasten, ja, damit man den Lohn eines Jahres bekommt. Aber natürlich ist es auch okay, wenn man 3, 4 oder 5 Tage fastet, wenn man das nicht schafft. Man sollte nicht sagen, ja, dann faste ich gar nicht. Denn jeder Tag ist eine unabhängige Ibadah, den man fasten kann. Eine andere Frage ist, darf ich das Nachfasten und das Shawwal-Fasten mit einer Absicht fasten? Als Beispiel dienen hier Schwestern, die aufgrund ihrer Periode zum Beispiel 5, 6 oder 7 Tage nicht fasten konnten. Dürfen sie oder sollen sie diese Tage, die sie nachfasten sollen, mit der Absicht auch gleichzeitig fasten, dass es das Shawwal-Fasten ist? Nein, das sollten Sie nicht tun. Das ist nämlich nach den meisten Gelehrten nicht erlaubt. Aber wenn jemand natürlich eine andere Fatwa hat, dann ist das eine Fatwa eines Scheichs und das ist okay. Aber wie gesagt, grundsätzlich sollte man das unterlassen. Eine kurze Erklärung dazu. Diese Angelegenheit ist bekannt als Tashriq. Das heißt, dass man in der Absicht mehrere Sachen beabsichtigt. Ja? Ein paar Beispiele, wo es erlaubt und wo das auch verboten ist. Wenn man zum Beispiel sagt, ich komme jetzt in die Moschee und es ist ja empfohlen, dass man 2 Rakaat betet, bevor man sich hinsetzt. Aber man kommt in die Moschee und sieht, dass die Jama'a schon betet. Ja, und man betet zum Beispiel 4 Rakaat. Betet man da nochmal Tahiyatul Masjid, also die Begrüßung der Moschee? Hier sagen die Gelehrten, nein, das ist dadurch hinfällig. Das heißt, der Sinn der Tahiyatul Masjid ist es, die Moschee sozusagen zu begrüßen, beziehungsweise sie zu ehren. Und das ist geschehen durch das Pflichtgebet. Ja? Ein anderes Beispiel wäre, wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich bete jetzt 4 Rakat Dhuhr und damit beabsichtige ich auch gleichzeitig 4 Rakat vor dem Dhuhr, die Rawatib und 4 danach, zum Beispiel. Ja? Das ginge nicht, weil die Rawatib sind an für sich gewollte Taten. Ja? Also hier wäre das unzulässig. Und ähnlich wäre es zum Beispiel in unserem Fall, dass man das Nachfasten mit dem Shawwal-Fasten in einer Absicht fasst. Wie gesagt, das ist eine Meinung der Gelehrten. Anders wäre es zum Beispiel mit dem Tag von Arafah. Wenn man zum Beispiel sagt, ja okay, ich faste den Tag von Arafah, aber gleichzeitig ist es einer von 3 Tagen im Monat, die ich sowieso faste. Weil die 3 Tage, man kann sie überall fasten. Dann noch eine wichtige Angelegenheit für unsere Schwestern besonders. Wie sieht es aus mit dem Nachfasten? Ja. Muss ich zuerst nachfasten und dann erst Shawwal fasten? Oder darf ich auch mit dem Shawwal fasten beginnen? Also was natürlich am besten ist und wo sich soweit eigentlich alle einig sind, ist,
dass es besser ist, zuerst Ramadan nachzufasten, weil das eine Pflichthandlung ist und das Fasten von Shawwal ist eine Sunnah-Handlung. Die andere Sache ist auch, dass man seine Pflicht erfüllt hat. Man ist sozusagen die Last der Pflicht los. Es gibt die Meinung, dass Shawwal selbst nicht gewollt ist. Das heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wie ihr das in dem Hadith kennt, wer Ramadan gefastet hat und ihm dann 6 Tage von Shawwal folgen lässt, ist wie derjenige, der die ganze Zeit gefastet hat, beziehungsweise das ganze Jahr gefastet hat. Manche Gelehrten sagen, damit ist nicht unbedingt Shawwal gemeint, sondern überhaupt die Zeit nach dem Ramadan. Wir wissen ja, wie Allah sagte, Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Wer mit etwas Gutem kommt, der erhält 10-mal so viel. Also wer eine gute Tat tut, der bekommt sie 10-mal vervielfacht. Deshalb sagten einige Gelehrten, damit ist nicht unbedingt Shawwal selbst gemeint, sondern damit ist gemeint, fastet nach dem Ramadan 6 Tage, ja, damit ihr den Lohn von einem Jahr bekommt. Das heißt 30 Tage, wir sagen einfach mal 29 oder 30 Tage Ramadan, das heißt 290 bzw. 300 Hasanat, dann nochmal 6, das heißt 360, 350 bzw. 360 Hasanat. Das ist wie wenn man jeden Tag gefasst hätte. Und diesen Lohn bekommt man auch, wenn man die 6 Tage nicht im Shawwal fastet, sondern auch danach gefastet hat. Jetzt gibt es aber auch einige, die dann vielleicht sagen, nein, ich schaffe das nicht. Denen sagen wir, fastet die 6 Tage von Shawwal und nach dem Shawwal, also im Jahr bis zum Ramadan, holt ihr euer Fasten nach. Das ist auch eine akzeptable Meinung. Wobei wir natürlich aber auch immer noch sagen, als Fazit mit der Aussage vorher, dass es besser ist, Ramadan nachzufasten und dann die 6 Tage danach nachzuholen. Also auch die Meinung, Ramadan nach dem Shawwal zu fasten, ist inshallah ta'ala zulässig und eine akzeptable Meinung. Wallahu ta'ala alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.